Goethe, der bis zu seinem Tod 1832 die beherrschende Figur des literarischen Lebens in Deutschland und teilweise auch in Europa war, Goethe wurde im Alter sogar Zeitgenosse und Beobachter der Moderne, die mit Dampfmaschinen, Aktienwesen, Industrialisierung und Straßenbau ihren Einzug hielt. Faust, Wilhelm Meister, die Wahlverwandtschaften, die italienische Reise, Dichtung und Wahrheit und vieles andere ist in seinen letzten 30 Lebensjahren noch entstanden. Aber auch der westöstliche Divan, die Trilogie der Leidenschaften und die Dornburger Gedichte. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt ins Leben uns hinein, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein. Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Tiefe Stille herrscht im Wasser. Ohne Regung ruht das Meer, und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Keine Luft, von keiner Seite, Todesstille fürchterlich, in der ungeheuern Weite reget keine Welle sich. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude sehe ich ans Firmament nach jener Seite. Ach, die mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Das folgende Gedicht schrieb Goethe als 73-Jähriger, nachdem er der 17-jährigen Ulrike von Levezow durch seinen Freund Karl August, den Großherzog von Weimar, einen Heiratsantrag machen ließ, den nicht nur Ulrikes Mutter, sondern auch Goethes Sohn und Schwiegertochter, gelinde gesagt, für unsittlich hielten. Aussöhnung. Die Leidenschaft bringt Leiden. Wer beschwichtigt, beklommenes Herz, dich, das allzu viel verloren? Wo sind die Stunden überschnell verflüchtigt? Vergebens war das Schönste dir erkoren. Trüb ist der Geist, verworren das Beginnen. Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen? Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen, verflochten zu Millionen Tönen um Töne des Menschenwesen durch und durch zu dringen, zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne. Das Auge netzt sich, fühlt im höheren Sehnen den Götterwert der Töne wie der Tränen. Und so das Herz erleichtert merkt behende, dass es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, zum reinsten Dank der überreichen Spende, sich selbst erwidernd willig darzutragen. Da fühlte sich, oh, dass es ewig bliebe, das Doppelglück der Töne wie der Liebe. Ulrike von Levezow ist erst 1899, da war einer meiner Großväter übrigens schon 28 Jahre alt, unverheiratet in einem Damenstift gestorben. Gesang der Geister über den Wassern. Des Menschen Seele gleichet dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd. Strömt von der hohen, steilen Felswand der reine Strahl, dann stäubt er lieblich in Wolkenwellen zum glatten Fels. Und leicht empfangen, wallt er verschleiernd, leis rauschend zur Tiefe nieder. Ragen Klippen dem Sturz entgegen, schäumt er unmutig, stufenweise zum Abgrund.
Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin, und in dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Wind ist der Welle lieblicher Buhler, Wind mischt von Grund aus schäumende Wogen. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Am Ende seines langen Lebens schrieb Goethe ein Gedicht mit dem Titel Vermächtnis. Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ew'ge regt sich fort in allen. Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig, denn Gesetze bewahren die lebend'gen Schätze, aus welchen sich das All geschmückt. Das alte Wahre, fass es an. Sofort nun wende dich nach innen, das Zentrum findest du da drinnen, woran kein edler zweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen, denn das selbstständige Gewissen ist Sonne deinem Sittentag. Den Sinnen hast du dann zu trauen, kein Falsches lassen sie dich schauen, wenn dein Verstand dich wach erhält. Genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig, das Künftige vorauslebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Johann Peter Eckermann, sein treuer Mitarbeiter, schrieb nach Goethes Tod am 22. März 1832: Am anderen Morgen nach Goethes Tod ergriff mich eine tiefe Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen. Sein treuer Diener Friedrich schloss mir das Zimmer auf, wo man ihn hingelegt hatte. Auf dem Rücken ausgestreckt, ruhte er wie ein Schlafender. Tiefer Friede und Festigkeit waltete auf den Zügen seines erhaben edlen Gesichts. Die mächtige Stirn schien noch Gedanken zu hegen. Ich hatte das Verlangen nach einer Locke von seinen Haaren, doch die Ehrfurcht verhinderte mich, sie ihm abzuschneiden. Der Körper lag nackend in ein weißes Betttuch gehüllt, und als Friedrich das Tuch auseinanderschlug, erstaunte ich über die göttliche Pracht seiner Glieder. Die Brust überaus mächtig, breit und gewölbt, Arme und Schenkel voll und sanft muskulös, die Füße zierlich und von der reinsten Form. Und nirgends am ganzen Körper eine Spur von Fettigkeit oder Abmagerung und Verfall. Ein vollkommener Mensch lag da in großer Schönheit vor mir. Und das Entzücken, das ich darüber empfand, ließ mich auf Augenblicke vergessen, dass der unsterbliche Geist eine solche Hülle verlassen. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du.